So, guten Abend, liebe Leute, wir sind wieder in unserer Übertragung sozusagen. Ja, und jetzt es geht weiter mit der Ecclesiast Qohelet. Wir haben letztes Mal vor Woche über die Einlösung haben geredet, warum lesen wir überhaupt diese Qohelet Ecclesiast Rolle in der Synagoge. Dann haben wir gesagt, Ehre die sieben Teile und auch achte Teile. Ja? Das ist ein Zitat von der Qohelet-Rolle selbst. Ja? Also, das heißt, die Talmud und Midrash Rabba, Qohelet Rabba, präzise versteht diesen Satz: sieben Teile, die sind Sukkot-Tage, sieben Tage, und achte Teile, das ist Shmini Atzeret, die achte Tage. Okay, jetzt, ich wollte ein bisschen weitergehen, aber noch, ich habe geredet über die Leute, die warten, aber die warten nicht die Wolke und die Regen, richtig? Und dann König Salomo sagt, wer wartet die Regen, er macht keine Ernte, ja? Es ist zu spät, wenn schon Wolken mit Regen gekommen sind, ja? Also muss man ein bisschen Glauben haben in dem Gott und fangen an, die diese Zyklus, landwirtschaftlicher Zyklus, ohne Wolken, ohne Regen, ohne Wetterdienst, ja, damals, ja, noch heute ist es nicht so genau präzise, ja, ohne präzise Heraussage, ja, also es ist Unsicherheit, wie gesagt, das ist auch die ganze Buch, Unsicherheit. Und jetzt, ich wollte reden über die Wichtigkeit der Wasser, weil, kennen Sie die Zeremonien, Tempel mit Wasser, Tempel in Jerusalem, wer weiß. Ja, bitte. An Sukkot gibt es eine Wasserprozession. Ja, und das war eine sogar Wasserfreude-Prozession, so heißt Genau. das auf Hebräisch. Das heißt, neben von Tempelberg war ein Dorf Schiloach, auf Hebräisch heute ist arabisch Dorf Silwan, ist der gleiche Name, nur mit arabisch Pronouns. Und von dort, es wurde die Quelle, genau, vielleicht Mineralwasser mit Gas, und das weiß ich, wurde rausgenommen und dann nach Tempel mitgebracht, diese Wasser, und dann war riesige Freude, Tanz, Musik und so weiter. Also bis heute in Sukkot gibt es solche Zeremonien, die heißen auf Simchat Beit HaTshuva, eine Freude von diesem Wasser rausziehen. Also es ist keine Wasser, nur die Musik, Tanzen und Freude zurzeit bei uns. Aber muss man verstehen, dass die Wasser im Nahen Osten, das ist die Schatz. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? In Europa, es gibt auch Regen und viel, und ganz im Jahr. Und auch gibt es viele, viele Flüsse. Ja? Also fast jede zweite Stadt befindet sich auf dem Wasser. Ja? Frankfurt am Main, ja? Frankfurt am Oder und so weiter und so weiter. Ja? Also deswegen, dass die Wasserquelle, das ist eine gute Zeichen. Ja? Also wir haben viele, viele Häfen in Deutschland, ja? Keine mehr, ja? Aber gibt es Häfen in Mannheim und so weiter. Ja? Also es ist quasi innere Häfen, aber dort ist es viel, viel Wasser. Das vereinfacht das Leben, das Handeln, ja, und so weiter und so fort. Alle diese Dinge im Nahen Osten passieren, haben wir nichts. Muss ich nicht sagen, dass die Jordanien, wissen Sie, wie groß diese Dinge? Jordanien, die Fluge. Riesig. Nein, das ist ganz, ganz klein. Ja. Jordanien ist doch riesig. Der Jordan, der Der Jordan. Jordan, der Jordan, ja. Der Es ist Jordan ist. einige Meter, es ist einige Meter. Der Es ist einige Meter. Ich habe ist den oben. gesehen, da war ich so entsetzt, dass der so klein ist. Ja, der ist ja oben breiter wie unten am Roten Meer, weil die National Water Carrier das ganze Wasser auch noch Es rausholt. ist einige Meter breit. Ja, so ist es. In unserer europäischen Definition ist es kein Fluss überhaupt. Ja, es ist ein, weiß nicht was, ja, was jeder städtische Park hat. Ja, etwa kleine. Ja, und das ist die Maximum, was haben.
Ja, die anderen haben überhaupt gar nichts, ja. Die manche Länder und Städte haben überhaupt gar nichts, keine Fuß. Nur im Irak, ja, Fratos und so weiter, aber ist das schon relativ weit. Also, das heißt, die Wasser, jetzt verstehen Sie die Freude von Wasser im Nahen Osten. Auch heute, wenn die Leute reden über die Kriege im Nahen Osten, ist manchmal über die Ressourcen, nicht über den Neft, über den Wasser. Und jetzt lesen wir eine interessante Geschichte über die Wasser mit Eliyahu, der Prophet. Das ich nehme wie immer Sharescreen, also Sie sehen meine Computer. Und dann, wir sind am Moment. Eine Sekunde. Ja. Okay. Wir sind am Königebuch, erste Könige, Kapitel 18. Dort ist es eine bekannte Geschichte, wie Eliyahu, der Prophet, hatte einen Wettbewerb mit Lügeprofeten. Kennen Sie die Geschichte? Vielleicht, Eva. Ja, da geht es mit den Baalspriestern und die beten um Feuer. Und Elia, also erstmal an die Baalspriester und da passiert nichts und die ritzen sich auch ein und so. Und Eliahu legt das Fleisch dann auf den Altar, macht dann den Graben rum und füllt diesen Graben mit Wasser. Okay, wir Ist das schauen das? von dem Text. Wir schauen von dem Text, Ja. ja? Okay, dann schauen wir so. Das ist Kapitel 18, Also das war dasselbe. ein anderer, das ist ein anderes. Ja. Ah, okay, das ist eine Es andere Geschichte. verging eine lange Zeit, da erging das Wort des Herrn an Elia im dritten Jahre, so dritte Jahre ohne Wasser, ohne Regen. Was passiert im alten Welt ohne Regen? Was sagen Sie? Es gibt nichts mehr, nichts wächst. Es ist Hunger. Es ist keine Landwirtschaft. Ja? Es ist kein Supermarkt. Kein normaler Markt. Verstehen Sie? Es ist manchmal passiert, es war noch, ich erinnere mich am 80er in Afrika. Ja? Wenn es ist genug, einem Jahr gibt es keine normale Regen und dann ist es wenig, sehr, sehr wenig Weizen. Aber jetzt, wir können helfen, ja, wir können die Sache mit Mehl schicken, ja. Das war genau am 80er mit Afrika. Das ist der letzte Hunger, riesige Hunger auf ganzem Kontinent, das erinnere ich mich. Okay, also das ist schon dritte Jahr, dass es gibt keinen Regen. Und dann, daher ging das Wort des Herrn an Elia im dritten Jahr von diesem Regenstopp. Also geh, lass dich sehen von Achab. Ich will Regen geben auf dem Erdboden. Okay, gut. Eliyahu ging, sich sehen zu lassen vor Ahab. Okay. Die Hungersnot war sehr stark im Schomron. Schomron, es ist nicht Stadt, es ist die Stadt, ja? Nördliche Königtum Israels. Da rief Ahab den Obadja, das ist die Obadja, die Prophet, von kleinen Propheten, ja? Es ist die gleiche Person, muss man wissen. Der Obersten des königlichen Haus, also Geschäftsführer sozusagen, in unserer Definition. Aber der fürchtete den Herrn sehr, war also kein Baal-Diener. Okay, die Klammer, das ist natürlich Kommentar. Als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, Isabel ist es die Frau von Ahab, ja, hatte die Abadja 100 Propheten genommen und sie verborgen, je 50 in eine Höhle. Und sie mit Brot und Wasser versorgt. Großartig. Ja? Ich habe schon erklären über diese Namen Achab und Isabel. Richtig? Erinnern Sie, oder? Achab war der böseste König Israels. Trotzdem, er war in die Amt, in die Macht 22 Jahre. Wieso? Weil in seiner Zeit die Leute
während Bruder redet zum anderen. Und das steckt in seinem Namen. Achab, ach, es ist Bruder auf Hebräisch, Av, es ist Vater. Also eine väterliche, brüderliche Verhältnisse, Leute, die halten dann in diesem nördlichen Königtum, die war überfüllt mit Gottesdienst. Also von einer Seite Gottesdienst, von anderer Seite Bruderschaft und väterliche Verhältnisse. Nun, was sagen Sie, die Gott hat gemacht, das haben Sie nicht? Diese Salat, diese Widerspruch. Die Antwort ja und nein, aber von diesen 22 Jahren, doch, die Gott hat das akzeptiert, post factum. Ja? Dass die Verhältnisse, Talmud lernt von diesem Fakt, dass Achab war die König 22 Jahre, dass besser gute Verhältnisse zwischen den Menschen, ja, und dann quasi die liebe Gott auch über die Gottesdienst verzeiht. Okay? Gibt es auch direkte Satz von Prophet Jesaja über diese Thema. Und Isabel, das ist umgekehrt. Was heißt Isabel auf Hebräisch? Isabella, ja, es ist schon Isabella, die Königin Spanien, ja. Aber was deutet Isabel auf Hebräisch? Erinnern Sie oder nichts? Das heißt Insel de Müll. I, das ist Insel, Müll, das ist Müll. Schrott. Also völlig negative Definition. Das heißt, sie war die böseste, sie war auch nicht Juden, sie war von Libanon, sie war Phönikien, aber das ist nicht die größte Probleme. Sie hat alle Baal und Ashtarta, die Götzendienerin aus Libanon nach Israelland mitgebracht und hat unterrichtet die Israeliten, die 10 Stammen von diesem Königtum, zum diesen Götzendienst beugen sozusagen, dienen. Deswegen die Heiligen Schriften, sie loben Achab und sehr, sehr negativ denken über die seine Frau. Ja? Okay, das habe ich immer gesagt. Jeder Name in Heiligen Schriften ist deutlicher Name. Mit Übersetzung, es geht verlieren. Okay. Achab hat die Obadja gesprochen, zu Obadja gesprochen, geh durch das Land zu allen Wasserquellen und Bächen, vielleicht finden wir Gras und erhalten Rosen und Maultier, dass wir nicht alles viel verlieren. Also es ist nicht so viel Viehs überhaupt. Ja? Du musst man auch Wasser auch für sich selbst und von den Vieh. Ja? Okay, sie teilten, sie, die zwei, die König und seine CEO, seine Geschäftsführer. So katastrophale die Lage ist. Sie teilten unter sich das Land, Land Schomron, Samaria, nördliche Königtum, es zu durchziehen. Achab ging auf einem Wege allein und Obadja ging auf einem Wege allein. Ohne Viehs, ja, zu Fuß. Als nun Obadja auf dem Wege war, kam ihm Eliyahu entgegen und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Angesicht und sprach: Bist du es, mein Herr Eliyahu? Er erwiderte ihm: Ich bin es. Geh, sprich zu deinem Herrn, Elia ist da. Okay, dann Obadja sagt: Ich gehe und du bist, fliegst, ja. Und dann er tötet mich, ja. Obadja sprach: Nächster Vers. Was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand geben willst, dass er mich töte? Ja, ich gehe und du fliegst auf die Wolken. Also, und nun verlangst du, geh, sprich zu deinem Herrn, Elia ist da. Okay, dann gibt es einen Streit, einen Disput quasi. Wer es trägt die Schuld über diese kein Regen und 3 Jahre Hunger? Ja, Achab sagt, du bist Elia. Elia sagt, nein, du bist Achab, du bist die Gründe. Wer war die echte Gründe? Isabel. Isabel mit Achab, die ganze Königshaus sozusagen, diese königliche Pärchen sozusagen, ja. Okay, und dann Eliyahu erwidert. Wir sind am Vers 19.
18. Elia erwiderte, nicht ich habe Israel Verderben gebracht, sondern du, Achab. Und das Haus deines Vaters, die Frau, er will nicht direkt sagen, indem ihr verlassen habt die Gebote des Herrn, der Gott, der Torah, und du bist dem Baal nachgegangen. Das ist die echte theologische Gründe sozusagen, ja, die himmlische Gründe. Ja, ich immer habe gesagt, wir befinden auch im heutzutage Leben, auch damals. Es ist nicht nur eine Gründe, es ist immer zwei. Mindestens zwei, kann mehr sein. Ja, gibt es eine irdische Gründe und eine himmlische Gründe. Und deswegen, wir lernen alle Geschichten, um heutzutage kennenzulernen. Was sind die irdische Gründe und was ist die himmlische Gründe? Zum Beispiel, wir reden viel in Israel heutzutage, warum haben wir alle verschlafen, ja, diese Attacke am 7. Oktober? Ja? Was sind die Gründe? Okay, wir können sagen, die erdliche Gründe, das sind die Generale, die Militär, die Nachrichtendienst, sie haben anderes erwartet. Es ist richtig, es ist Versage, keine Frage. Aber was war die himmlische Gründe zu diesen Dingen? Und die Antwort, die Bruderhass, ja, dieser scharfe Streit zwischen rechts und links im Israel, dass die Leute von linken Lager haben gesagt, wir sind keine Brüder für die Rechte. Und das war zu viel. Ja? Also, wenn wir denken, dass jemand anderen ist unsere Brüder, das ist falsch. Wir sind die Brüder, jeder zu anderen. Und das genau die ausländischen Feinde, sie illustrieren das zu gut. Okay, also so kann man grob zu sagen, verteilen zwischen himmlische und erdliche Gründe in einem kleinen Beispiel von heutzutage. Also, dann Elia hat einen interessanten Vorschlag. Und nun sende hin, versammelt zu mir ganz Israel an den Berg Karmel. Berg Karmel, wo ist, liegt Berg Karmel in Israel? Sie müssen anmachen, die Mikro. Bei Haifa, ne? Haifa, Haifa, oder? Natürlich, natürlich im Haifa. Kennen Sie die Geschichte, dass die Haifa die christlichen Missionäre aus Deutschland haben ausgegründet im Stadt? Das ist bekannt, ja? Ja. Die Haifa war nicht 200 Jahre vor, ja? Aber die christlichen Missionäre, Protestanten sogar, präzise zu sagen, sie haben gefunden, gibt es eine Merat Eliyahu, eine Eliyahu-Höhle, am Eingang dem Stadt, wenn sie fahren mit dem Auto von Tel Aviv, ja, dort, wo ist die eine Funikulär, ja, über die Meermuseum, ja, und dort vermutlich gibt es keine andere Höhle, hat Eliyahu viel, viel Zeit sich geheim gesteckt, ja, und dann ist die Geschichte, dass die Erdlers haben mit ihm für ihn Brot mitgebracht und er konnte das überleben mit Wasser und Brot. Und bis heute, die eine zentrale und älteste Viertel von Haifa Stadt, Moschava Germanit, die deutsche Viertel. Okay? Das ist wegen dieser christlichen Gründen von meinem Stadt Haifa. Übrigens, zwischen den Soldaten, sie haben jetzt in der Strafe gefallen, da war auch eine Deutsche, das heißt, er heißt Bauer. Ein Uriah Bauer, ein Soldat, seine Familie waren deutsche Christen, sie haben nach Israel gegangen und er schon zweite Generation Israel, wurde in Israel geboren und jetzt gefallen ist. Also, das ist die Geschichte. In kurz bringen sie, okay, also, es ist noch kein Haifa-Staat damals beim Eliyahu, das wir wissen, aber er weiß noch nicht. Ja? Und dann bringen sie ganz Israel zum Berg Karmel und auch die Propheten der Baal, sogenannte Lügepropheten, und 50 Mann, die Propheten von Asherah, 400 Mann, die am Tische der Isabel essen. Was ist der Unterschied zwischen Baal und Asherah? Grob zu sagen, Baal ist es männliche Kult, Asherah, das ist die femininische Kult. Mit unterschiedlichen Reinkarnationen
Venus, die ist Aschera. Die war beim Römer. Okay? Also das war Aschera, da war eine Frau beim Griechen, die Frau von Zeus. Wie heißt sie? Von Zeus. Ja. Das war die Hera. Genau. Und dann, nächste Inkarnation, Venus im Rom, ja, das ist die Enkelin, direkte Nachkommen, ja, die frauenliche Herrlichkeit. Okay? Also, das ist die zwei, grob zu sagen, zwei Gottesdienste. Sie war immer Mann und Frau. Das viel, viel befinden wir, ja. Also, eine Mann und eine Frau ist automatisch, die Archäologen sagen, das ist Baal und Asher. Okay? Kennen Sie die Insel des Museums in Berlin? Museumsinsel. Museumsinsel, danke. Kennen Sie die Pergamonmuseum in dieser Insel? Ja, das ist das herragende Museum. Dort gibt es eine von 70, die Wundern der Welt. Die eine, wie heißt er, die griechische Pergamonstadt. Ja, ein riesiges Kunststück, ja, die zählt zu diesen 7 Weltwunder. Aber von uns, was ist interessant, dort gibt es einen Teil von Nebuchadnezzar Palast in Babylon. Dort der sogenannte Blaue Palast. Da gibt es einen Teil. Ja, und Palast heißt Aschera Palast. Nicht umsonst. Okay? Das ist genau der Blaue Palast, wo amerikanische Militär war im Irak, in Saddam Hussein Zeit. Also, das ist ausgezeichnete Museum. Das muss man schauen. Dort gibt es die Gesicht von Sohn von Esther, der Jausch der Zweite. Er ist bloß im Moment geschlossen. Ich weiß. Für mehrere Jahre. Für gute 10 Jahre. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich weiß. Also anmelden Sie sich schon. Ich war dort zweimal. Also das ist ein herausforderndes Museum. Und dann alles, was die Tanach uns erzählt, dort die Nachweise archäologisch. 1:1. Glauben Sie mir. Ja? Okay? Also dass diese Baal und Aschera, sie sind die bekannteste Götzendienste im Nahen Osten und mit gewissen Inkarnationen durch Griechenland, durch Rom, auch sie sind befinden im heutzutage Christentum. Glauben Sie mir. Okay? Ich kann erweitern, aber nicht jetzt. Achab schickte zu all den Kindern Israel und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Es geht ein Wettbewerb, ja? Kopf zu Kopf. Ja? Da trat Elia vom ganzen Volk und sprach: Wie lange noch wollt ihr kupfen auf die beiden Zweige? Das ist ein Sprichwort auf Hebräisch heutzutage. Das heißt, sitzen auf zwei Stühle, ja? Tanzen auf zwei Hochzeiten gleichzeitig und so weiter und so fort. Verstehen Sie? Das ist die Sprichwort, das ist die Deutung. Ja? Also hüpfen auf die beiden Zweige. Auf welchem Vers ist das? Es ist Vers Kaf Alef 21. Ah ja, danke. Ist der Herr euer Gott, so dienten ihn. Und wenn der Baal oder Asherah, es ist egal, euer Gott ist, so dienen ihm. Aber das Volk erwiderte ihm kein Wort. Also das Volk versteht die Probleme. Ja? Also sie verpflichten sich auch für Gottes Israel und auch für Gottes Dienst. Trotzdem, die interessante Dinge, der Gottesdienst erlaubte das. Das war genau die Kritik von alten Römern und alten Griechen. Warum die Juden konnten nicht ein bisschen akzeptieren unsere Kultur sozusagen, unsere Götter, ja? Wir sind die alten Griechen, die alten Römer. Wir akzeptieren die jüdische Gott, keine Probleme. Wir haben noch 100, 1000. Es ist nicht genug. Plus minus 1, plus minus 100. Spielt keine Rolle. Verstehen Sie? Im gewissen Sinne ist es Pluralität. Und die Juden sind Anti-Pluralität. Sagen, nein, nur unsere. Alle anderen ablehnen wir. Okay? Also das ist genau diese sozusagen Pluralität, die Volks Israel zeigt damals.
Elia sprach weiter zum dem Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet der Herr. Und wo sind die anderen? Warum hat er allein geblieben? Was passiert mit anderen? Ja, die sind ja auch mit Baal zusammengekommen, dann auch. Isabel hat alle getötet. Das ist die Antwort. Okay. Aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. So gebe man uns zwei Pfarren und sie mögen sich wählen, einen Pfarren, und ihn zerstückeln und auf das Holz legen, aber Feuer nicht daran legen. Auch ich werde zu Richtenden einfahren und auf das Holz tun und kein Feuer daran legen. Und ihr ruftet im Namen eures Gottes und ich werde rufen den Namen des Herrn. Der Gott, der Feuer sendet vom Himmel, sei der wahre Gott. Okay, wahr ist es. In die Klammer. Das ist eine Erklärung. Das ganze Volk rief, der Vortrag ist gut. Okay, also Wettbewerb. Wettbewerb. Finale, Champions League. Wer ist der richtige Gott? Gut. Elia sprach zu den Propheten des Baal, wähle euch den Pfarren und richtet ihn zuerst zu, denn eure sind viel und ich bin ein. Und rufet an den Namen eures Gottes, aber Feuer legt nicht daran. Okay, sie haben das getan. Am Mittage, ich überspringe ein bisschen 27, am Mittage dafür sprottete das Elia und sprach, rufet mit lauter Stimme, denn obwohl er ein Gott ist, so ist er vielleicht in Gedanken oder in Geschäften oder auf Reisen, vielleicht schläft er gar oder wird er wach. Okay, das, heute wir sagen, das ist eine Trolling, ja. Es ist Lachen, aber nicht direkt, ja, kompliziert. Trolling. Da riefen sie mit lauter Stimme und machen sie sich Schnitte nach ihrem Bauch mit Schwertern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabrann. Kennen Sie heutzutage solche Traditionen? Das geblieben. Gibt es eine Religion, die hat? Auch heute. Kennen ja, der Sie? Islam. Der Islam macht das. Die schiitische Islam. Genau. Beim Opferfest. Die Minderheit. Okay? Mhm. Und dann die Schiiten im Iran, ein bisschen im Libanon, Hezbollah. Sie sind Schiiten. Ja? Also die normale Islam, Sunniten, sie machen das nichts. Aber sie gehen und sogar für die Kinder. Für die Kinder, schauen Sie, es ist einmal im Jahr, es ist Katastrophe. Es ist genau die Blutkult. Ja? Also sie machen diese Blut für sich selbst, für die Kinder, und das ist etwa gut. Das ist genau diese, also es war damals Götzendienst, heutzutage es ist schiitischer Islam. Okay. Also keine Reaktion, kein Wort, kein Feuer von Himmel, das sprach Elia zum ganzen Volk. Vers 30. Tretet her zu mir. Dann ganze Volk trat zu ihm heran und er besserte aus dem niedergerissenen Altar des Herrn. Ah, das heißt Pergamon-Altar in diesem Museum, Pergamon. Das ist eine von sieben Weltwunder, Altar des Pergamon. Das ist auch großartige Dinge. Ganz am Eingang des Museums. Aber jetzt beschlossen. Okay, wir haben Geduld. Elia nahm dann 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, so Israel soll dein Name sein. Er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte einen Graben, der an zwei Maß Saat fasste, ring um den Altar. Er ordnete darauf das Holz und zerstückelte den Pfarren und legte ihn auf das Holz. Und befahl dann, füllt 4 Eimer Wasser. Ich habe gesagt, es ist kein Wasser. Das Wasser dann kostet Gold. Das muss man verstehen. Okay. Fülltet 4 Eimer Wasser und gießet auf dem, das Opfer und das Holz. Er befahl wieder Holz. Sie wird Holz essen. Er befahl wieder, tut es zum dritten Mal mit Wasser. Die letzte Wasser. Das muss man verstehen, die dramatische Moment. Das, wir riechen keine Drama, nichts. Aber es ist doch. Sie taten es zum dritten Mal. Also die letzte Wasser haben abgegeben. Also das ist ein bisschen doch eine idealische Feier.
Das Wasser rief rings umher auf dem Altar und auf dem Graben füllte sich mit Wasser. Okay. Und dann Eliyahu hat gebeten, es ist Zeit der Mincha, nach Nachmittagsgebet, und die Gott ihm gleich beantwortet. Deswegen von dieser Geschichte, Judentum lernt, Chazal, Talmud und bei uns der Halacha jüdische Gesetz lernt, dass die beste Zeit zum Beten und Beantworten von Himmel sein ist Mincha, Nachmittagsgebet. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. So wird das Volk erkennen, das jüdische Volk, dass du Herr Gott bist und du hast alsdann ihr Herz umgewandelt. Und 38, das Vers 38, da fielen Feuer herab von Herrn, von Himmel. Es verzehrte das Opfer und das Holz und die Steine und die Erde und auch das Wasser, das kennen wir. Ja, das Feuer kann komplett das Wasser ja, annihilieren. Da das im Graben legte es auf. Und die ganze, und das, als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Gesicht und riefen, der Herr ist der Gott, der Herr ist der Gott. Kennen Sie diesen Satz? Satz 39? Irgendwo kennen Sie? Ja. Gut. Adonai Eloheinu. Hashem o Elohim. Hashem o Elohim. Das ist der Satz, das sagen wir am Yom Kippur. Das sind die Yom Kippur. Die ganze diese Geschichte mit allen Parolen, aber sie haben auch noch mit einer anderen Version kennen Sie diesen Satz. Auf Arabisch, das heißt Allah Akbar. Das ist direkt übersetzt. Okay? Der Herr ist dem Gott, es ist Allah Akbar. Okay? Also auch Islam kennt diese Geschichte und nimmt heutzutage leider, es ist eine islamistische Parole, aber es soll sein. Ja? Idealsfall, dass es dieser Satz redet über die eine Ablehnung Gottesdienst, nicht um andere Morden. Ja? Mhm. Okay, also die ganze Geschichte, wir wiederholen am Ende des Yom Kippur. Die letzten Sätze, wir akzeptieren die Herrschaft dem Gott am Ende des Yom Kippur und wir sagen, der Herr ist der Gott, Hashem Elohim, und wiederholen. Okay? Wir sagen, schmeiße auf diesen Satz. Okay. Und dann kommt die Ende des Kapitels, kommt das Wasser. Das Regen, sorry. Das Regen kommt. Also Ende der Hungersnot und Ende Wasserstopp. Aber ich wollte nur erzählen und unterrichten, wie wichtig das Wasser ist überhaupt. Und besonders im Nahost. Und besonders in alten Zeiten. Dann waren keine Flugzeuge, keine Hilfe von weitstehenden Ländern. Wenn es ist kein Regen, dann keine Landwirtschaft, keine Ernte, gar nichts zu essen. Okay? Und deswegen diese Geschichte sehr, sehr dramatisch. Außer dass unser Gott hat gewonnen, diese Weltbewerb. Ja? Außer die Geschichte. Ja? Dass die Leute wissen, wer ist der echte Gott, sind bereits die letzte Wasser abgegeben. Das war wirklich fast passiert. Okay? Das ist gewiss geistliche Niveau. Okay. Jetzt, das ist gehört wieder zum Sukkot und zu dieser Wasserfreude. Jetzt, wir gehen zum. Ich stoppe kurz mein Bild. Jetzt, wir gehen zum noch einen Grund, warum lesen wir diese Ecclesiastes-Rolle. Wir vorlesen ein bisschen von Kapitel 1, wo sagen wir mich, was passiert. Okay. Jetzt. Wir sind am Kapitel 3. Was ist des Menschen Vorzug bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, aber die Erde bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und geht unter. Nach ihrer Stätte sehen sie sich, von so sie wieder aufgeht. Ebenso geht der Wind nach Süden und kreist nach Norden, im Kreise herum, und zu seinem Kreise kehrt der Wind zurück. All die Flüsse gehen ins Meer, und doch wird das Meer nicht voll, denn an den Ort,
Wohin die Flüsse gehen, dorthin kommen sie immer wieder. All die treibenden Dinge vermag kein Mensch auszusprechen. Das Auge wird nicht satt vom Sehen und das Ohr nicht vom Hören. Kennen Sie diese Phänomen? Welcher Vers ist das jetzt? Es ist Kapitel 1, erste Vers. Es ist von Vers 3 bis 11. Muss man verstehen, dieses Phänomen. Das sind die Klammern. Das schon, auch Talmud sagt, die Propheten sagen, die Menschen immer wollen etwas Neues schauen und Neues hören. Deswegen, die Leute gehen zum Auswandern, ja, fliegen nach fremde Länder, ja, lesen die neuen Bücher, schauen die neuen Filme, hören die neue Musik. Sie haben schon etwas Liebe, ja, das mögen sie, ja, und trotz. Das muss man erkennen, sehr, sehr gut, dieser Punkt. Es ist ein Phänomen, dass die menschliche Seele immer sucht etwa neu. Gibt es auch politisch eine Konsequenz, die Leute auswählen, die neue Politiker, das ist immer, auch immer passiert. Aber das ist das gleiche Phänomen. Wir mögen uns nicht die älteren Dinge. Das lernt man seinen Kurs, ein Vorwort zum Religionen. Ja? Was halten wir von Neues? Ja? Muss man verstehen, dass im Judentum und Christentum Neue ist das Beste von Alte. Im Islam Alte ist das Beste von Neue. Deswegen die Christentum und Judentum, jüdisch-christliche Zivilisation, ja, immer Leute versuchen, entwickeln am jedem Feld, weil Neues ist besser. Ja? Neue Auto besser von alte Auto, neue Computer besser von alte, ja? Neue Fernseher und so weiter. Gibt es Leute auch, sagen, die neue Frau besser von alte Frau, neue Mann besser? Das ist falsch. Das ist zu neu. Ja? Das muss nicht. Muss man mit einer Frau und einem Mann stoppen. Ja? Also, aber dieses Phänomen, dass die Menschen sind neugierig zum Neuen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In unserer Seele muss man das tief verstehen. Okay, das ist genau, was sagt König Salomo. Ja? Also, all die treibenden Dinge vermag kein Mensch auszusprechen, das Auge wird nicht satt vom Sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Was bisher gewesen ist, da wird immer sein. Und was geschehen ist, das wird immer geschehen. Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Sehr optimistisch. Ja? Wohl gibt es manches, von dem man spricht, siehe, das ist neu. Doch es war längst in den Zeiten, die vor uns gewesen. Ja? Und so weiter und so fort. Was können wir zusammenfassen, diese ersten zehn Verse? Was kann man verkürzen. Gib mir einen Satz, eine Phrase, ein Wort für diese Passage, diesen Absatz. Was denkst du? Egal, was der Mensch anfängt, es kommt immer wieder etwas heraus, was es schon gab. Er schafft es nicht wirklich, also, etwas Neues zu finden. Das heißt eine Runde. Richtig? Mhm. Immer Kreislauf, ein Kreislauf. Okay. Im anderen Wort ist es eine Zyklus. Ein Zyklus, eine Periodität. Okay? Und das ist genau, was König Salomo sagt. Gibt es eine zyklische Entwicklung, wir fortgehen und mit der Zeit befinden uns auf dem gleichen Punkt, wir waren schon dort. Zeitlich, auf egal was, ja. Also, das ist die sehr, sehr gute Frage. In anderen Worten, König Salomo fragt, was ist die Lebensziel, wenn wir immer gehen in diesen Lebenskreis, ja. Was ist unser Ziel? Besonders zum diesem Fakt erleuchten, dass wir immer kommen wieder zum Startpunkt. Also das ist eine gute Frage. Das muss man
jeden Tag sich befragen und noch stärker fragen, was wir kommen zum, weiß nicht was, zum neues Jahr. Ja, egal welche, christliche, bürgerliche, jüdische. Wenn kommt zum Neujahr, da sagt man, aber es war schon passiert ein Jahr vor. Und was ist der Unterschied? Verstehen Sie? Wenn wir gehen zum Feste, und egal welche Feste, jüdische, christliche, islamische, bürgerliche, staatliche, egal. Es schon war ein Jahr vor. Was ist der Unterschied? Ja? Also, dass diese zyklische, periodische Kreislaufbewegung, das ist eine sehr, sehr schwergewichtige Frage. Das bedeutet dann, dass man im Prinzip überhaupt nicht nach was Neuem suchen sollte? Das ist genau die Frage. Das ist genau die Frage. Ja? Das heißt, wenn wir nehmen das melancholisch-pessimistisch, dann ja. Dann sagt man, ich weiß empirisch, nächstes Jahr wird noch einmal Neujahr und noch einmal, weiß nicht was, Deutschlands einiges zum Tag und so weiter. Also es ist egal. Ja, alles es ist egal. Ja, das Melancholie mit Pessimismus, mit Depression. Amen. Ja? Und doch gibt es die Stimmen von diesem Buch, von König Salomo, die sagen, doch, doch, gibt es die Dinge, die nicht genau, wie war es geschah am letzten Jahr. Okay? Mhm. Also, und wir sehen, dass es ist ein Streit, eine Diskussion zwischen unterschiedlichen Meinungen. Ob doch gibt es Neue in der Welt, ob gibt es nichts. Und wie müssen wir uns verhalten und bewegen, wenn wir immer wieder kommen zum Startpunkt? Ja? Was sollen wir für uns beobachten, wenn wir wissen das? Wir kommen noch einem Jahr zum gleichen Punkt. Also, das ist noch eine dritte Gründe, warum lesen wir diese Rolle. Weil wir reden über die Herbstfeste im Judentum, nach Rosh Hashanah, nach Yom Kippur, nach Sukkot. Okay, ich bin Herr und Wirtschaftler, bei mir ist alles gut. Die ganze Lager mit Weizen und alles, was ich will, die Konten in Schweiz, alles voll, alles gut. Aber muss man jetzt gleich, fast gleich, kleine Urlaub, Winter, Schnee, Regen, bei uns in Europa, nicht im Nahen Osten. Und dann muss man wieder vorbereiten, nächstes landwirtschaftliche Jahr. Also, warum, wenn so, ich habe so schwer gearbeitet letztes Jahr, weil ich soll wieder anzukommen, um die gleiche Arbeitsart. Verstehen Sie die Frage? Mhm. Warum konnten nicht wir uns alle, theoretisch zu sagen, eine starke Arbeit, dann genug Geld verdienen und dann kann man 20 Jahre genießen und hören neue Musik, hören neue Musik und lesen neue Bücher. Theoretisch zu sagen, ja? Die Königssalmo sagt, nein, du sollst weiterarbeiten. Du sollst weitergehen zum die bekannteste Lebenskreis. Ja? Also, dass diese Lebensbewegung, Lebenskreis, das ist sehr, sehr interessante und wichtige Phänomen. Und wegen diesem Phänomen, um ablehnen mögliche Melancholie, Pessimismus und Depression, lesen wir dieses Buch. Das ist die Antwort. Mhm. Und diese pessimistisch-melancholische Stimme, sie ist da. Keine Frage. Geht nicht. Also die eine, ich erzähle, schon Spoiler, es wird 4 Meinungen in diesem Buch. Okay, schon Spoiler, noch 2 Unterrichte. Und eine Meinung von diesen 4, genau dieser Pessimismus. Pessimismus, alles kommt wieder, alles ist bekannt, keine Neuigkeiten, muss man nicht so viel bemühen, etwa, aber nicht so viel. Ja? Das kennen Sie solche Leute? Ja. Natürlich. Natürlich.
Es ist das menschliche Leben hat sich nicht verändert. Und deswegen, das ist genau nachgewiesen, die Idee von König Salomo, dass keine Neuigkeiten. Das heißt, keine Neuigkeiten in menschliche Seele. Und deswegen, wir lesen Heilige Schriften, weil sie erzählen uns über die menschliche Seele, über uns selbst. Das ist genau die Idee. Natürlich, die alte Welt und unsere Welt, technologisch, es zwei unterschiedliche alle überhaupt, ja? Das ist keine Frage. Also doch gibt es neue Dinge, die König Salomo wusste nicht, konnte nicht, ja? Er konnte vielleicht theoretisch denken über die Flugzeuge. Talmud erzählt über die Flugzeuge, aber nicht in unserer Form. Ja? Er sagt, das ist möglich. Talmud erzählt über, ich habe schon gesprochen, über die künstliche Fruchtbarkeit, das ist möglich, aber ja, steht im Traum. Aber wusste man nicht, wie, genau. Wie und wie macht man? Praktisch, ja. Also auch wenn wir wissen, etwa theoretisch, und gibt es noch sehr, sehr interessante und seltsame Aussagen von Talmud, die auch heute klar widersprechen die heutzutage Wissenschaft, keine Frage, wir verstehen das nicht. Vielleicht noch 100 Jahre, wenn sie jemand etwa entwickelt hat, dann. Okay? Aber doch, dass wir haben etwa neu. Ja? Wir können nicht sagen, na, es ist keine Neuigkeit im Leben, genau wie König Salomo. Natürlich nicht. Ja? Unser Lebensstil, ja? Unsere Wohlstand und Wohlgesellschaft, ja? Das ist komplett anders. Ja, die Judentum, Christentum, Islam, sie besorgen über die armen Leute. Ja, heutzutage ist es Staat, gibt es Versicherungen, gibt es Arbeitslosigkeitsgeld und so weiter, LG, Hartz IV, alles, was sie wollen. Das ist genau die Probleme, dass einige Leute, einige Massen. Ja, Spatsch, du Jutra, Schleppe? Ja, Natko. Die Leute, die sind. Gewöhnen sich mit dieser Hartz IV und ALG und am Ende ja, sagen, es ist kein Neuigkeit. Ja. Muss man nicht so viel arbeiten, viel bemühen, ja, weil, wie König Salomo gesagt, gibt es keine Neuigkeit in dieser Welt. Dann kann man ruhig, bescheiden am Hartz IV leben. Das ist genau die melancholische Welle, die viele Leute am besten nehmen. Und das ist interessant, was König Salomo darüber wurde gesagt. Das sehen. Er hat eine Meinung. Okay? Aber nur um verstehen, dass diese Fragen, sie sind nicht heutzutage Fragen, die gehören nicht explizit zum Freud und Psychoanalytikern. Ja? Es gehört zum menschlichen Leben und menschlicher Existenz. Und schon König Salomo und natürlich vor ihm auch die Leute wurden, haben sie gefragt, warum leben wir? Was ist unser Lebensziel? Weil wir haben diesen Lebenskreis. Ja? Und wir kommen immer wieder zum Anfang, zum neues Jahr, neues Geburtstag, ja? Und so weiter und so fort. Ja? Also das ist die Frage. Was kann man doch durch diese Kreisbewegung doch was kann man etwa neu schaffen? Wo kann man die Begeisterung befinden? Ja? Wo kann man die geistlich befinden? Ja? Weil, wie gesagt, die Sonne kommt von Osten nach Westen. Talmud befragt, was wissen wir nicht, dass die Sonne kommt von Osten nach Westen und rauskommt und untergeht, das wissen wir. Talmud fragt genau diese Frage. Talmud kommentiert das metaphorisch. Okay? Aber doch kann man, ich habe schon gesagt, gibt es eine Methode, methodologische Prinzip im Heiligen Schrift lernen. Das kann man nicht annullieren, einfach in den Texten. Okay? Kann man natürlich kommentieren metaphorisch auf tiefste Niveau, wie Midrash, wie Kabbalah. Ja, das natürlich darf man und das natürlich passiert. Aber
muss man nicht und darf man nicht die einfache Sinn der Texte annullieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und am einfachen Sinn, ja, gibt es viel Enttäuschung, viel Melancholie an diese Worte. Ja. Und wir sehen, dass König Salomo sagt, ich habe viel, viel gearbeitet und kommt jemand nach mir, mein Sohn, er wollte nicht da direkt rein, und kann sein, verliert alles. Das ist genau das, was passiert, ja, mit König Rechavam. Ja. Er hat verlieren die vereinigte jüdische Königtum und das, es war eine Spaltung. Und dass es zwei gekommen sind. Judäa und Samaria. Hauptstadt Jerusalem, Hauptstadt Schomron und so weiter. Also, das ist nicht leichte Gedanken. Und das muss man mit sich selbst, mit seinem Kopf, mit seiner Seele herausfordern. Deswegen lesen wir diese Rolle. Okay? Das heißt, kann man am Ende des Jahres, Herr und Schaffler, überfreudig sein? Ja? Meine Schweizer Bankkonto überfüllt ist. Das ist eine mögliche Szenario. Und zweite mögliche Szenario, ganz umgekehrt, ins Depression zu fallen. Ja? Alles ist gleich. Ich war schon auf dieser Stelle letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorletztes Jahr. Und noch einem Jahr. Ich werde die gleich. Ja? Also, das ist genau nicht über Freude, sondern wie kann man das definieren? Über Melancholismus, über Pessimismus. Okay? Also zwei ganz gegenstehende Reaktionen, wenn das ist möglich. Und das zum Komplizieren die Dinge, dass die gleiche Mensch kann sein. Ja? Also, durch einen Tag, du kannst überfreut sein und überpessimistisch. Und wir sehen, die alle Meinungen gehören zum Königssaal mit der einzelnen Person. Okay? Gut, also dann wieder ist es noch vor Worte. Eingang zum Vorwurf. Es ist nicht die Rolle selbst. Es ist nur die Erklärung, warum. Wir haben noch die vierte Gründe, die Talmud nennt, und dann lernen wir inhaltlich. Wir lesen viele Verse. Es passiert. Es kommt. Ich habe gesagt, es ist eine Serie, eine lange Serie. Es ist nicht eine kurze Rolle, es sind 12 Kapitel. Aber sehr, sehr interessant und sehr, sehr attraktiver Text. Die Fragen? Ja, also ich würd mal so ein Beispiel nennen, wie man jetzt aus diesem melancholischen Denken rauskommt und reingeht in die, in die beste Bewältigung als Beispiel dafür. Da überlege ich jetzt gerade. Weil jetzt die ganze Zeit gesagt worden ist, Salomon hat gesagt, es ist alles dasselbe. Alles gab es schon mal, aber da fehlt mir jetzt der, praktisch der Sieg dadurch, dass man wirklich erfolgreich durch die Sache durchgeht. Wir sehen bald, und das ist auch bekannt, wir kennen solche Leute auch heute, dass genau wie diese zwei gegenstehende Reaktionen möglicherweise, gibt es auch die ähnliche Verhältnisse zu diesem Welt und nächsten Welt. Gibt es die Leute, die sagen, es gibt nur diesen Welt, materielle Welt, gibt es keinen nächsten Welt. Das ist Märchen, Brüder Grimm, ja, also ich immer sage, lächerlich über mich, ja, dass mein Job ist, die Märchen erzählen für die Leute, die Rabbin, ja. Die nächste Welt, Leben nach der nächsten Welt, zynisch zu sagen, ja. Okay. Und gibt es, natürlich ist ein Witz, Selbstironie. Und gibt es die Leute, die sagen, nur nächste Welt ist zählt, diese Welt ist es egal. Und dann, wir kennen Franziskaner, Dominikaner beim Christentum, viele solche Bewegungen in Islam, Druiden schon nicht mehr existieren. Auch im Judentum gibt es solche Ideen und solche Bewegungen. Ja? Verstehen Sie? Hasidismus, mit allen Grenzen. Ja? Also, was? Annullieren wir, ignorieren wir diese Welt und die nächste Welt? Das ist die Frage. Also muss man irgendwie Balance befinden, ja? Zwischen diesen Welt und der nächsten Welt.
Ja, weil nur diesen Welt, das ist klassischer Atheismus. Und Sprüche der Väter definieren solche Glauben, iss und trink, weil morgen sterben wir. Ja? Also die Einzelne, was muss man machen? Essen und trinken. Genießen, genießen, ohne Ende. Ja, das ist unsere leider Shopping-Gesellschaft, ja, dass du sollst shoppen und kaufen, genießen und genießen. Ja, deswegen, wir sehen so viele Kochprogramme und was, das ist das Zentrum des Universums, unser Bauch, das ist eine Frage, ja. Ich sage nicht, muss man gut essen, muss man wissen zu kochen, aber mit solchen Kapazitäten, das ist schon von anderer Seite genau gegen, oder? Ja, dass wir sehen, wie die islamischen Radikalen, ja, diese Welt zählt nicht. Muss man kriegen, muss man dort an sich, muss man dort an Feinde, dann nächste Welt, erste Welt. Das ist genau gegenüber. Und dann, die Leute leben mit Armut und mit allen Krankheiten, physisch und gesellschaftlich, kann man nur vorzustellen für sich. Ja? Weil nur nächste Welt, diese Welt existiert nicht. Das ist natürlich falsch. Das verstehen wir intuitiv. Also intuitiv, ich würde formulieren, meine Intuition. Ja? Das ist das, wir nehmen die beiden. Wir kennen die Judentum, die goldene Mitte, Maimonides-Konzept. Ja? Also wir nehmen beide. Wir annullieren gar nichts, auch nicht diese Welt, auch nicht nächste Welt. Wir nehmen beide. Das ist schwer. Das ist schwer. Das genau bei dieser Balance redet König Salomo. Wann kann man verzeihen über diesen Welt und wann muss man nicht verschobene Dinge zum nächsten Welt? Ja? Also, dass diese Spannung zwischen diesen zwei Welten, das ist eine der zentralsten Fragen von diesem Buch, von Ecclesiastes. Aber man muss sich doch auch geistig weiterentwickeln in dieser Welt für die nächste Welt, oder? Ja, einverstanden. Das ist die eine Probe zum Beantworten schon über diesen Laufkreis. Ja? Das heißt, wir sind doch nicht mit gleichen Punkten erreicht. Also, Doch, was haben Sie bei diesem gesagt. Zyklus, was mir da aufgefallen ist, es gibt da so eine mathematische Prinzip, das sind die Mandelbrot der Julia-Mengen. Also, das ist so eine, ich weiß nicht, da gibt es einen Fachbegriff. Im Prinzip sieht man es auch in der Natur. Wenn ich mir einen Farn nehme, ja, und dann hat der Farn, und dann gehe ich in den Farn rein, und jeder Farn schaut wieder genauso aus wie der andere Farn, aber immer ein bisschen anders. Ja, also das, und das hat man auch in diesen Mandelbroten, die schauen von außen immer gleich aus, und je tiefer man rein, dann wird es plötzlich ganz anders, und plötzlich kommt wieder genau das Gleiche, ohne dass es sich wirklich wiederholt, weil das sind irrationale Zahlen, die dahinter stehen. Und gibt es zwar scheinbar Wiederholungen, aber es ist zwar immer ähnlich, aber nie gleich. Genauso. Das heißt, Das die ist. Wiederholung nicht nur äußerlich sind gesehen. Inhaltlich ist es nicht die gleiche Wiederholung. Das haben wir gesehen. Ja? Und dass wir sagen, ich bin nicht der gleiche Mensch. Zum Fraktale. Genau, jetzt ja. weiß ich es. Fraktale nennt sich das. Fraktale. Genau. Ja. Gut. 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 Dann, wir sind einig, dass wir wiederholen oder wiederholen nichts. Dann, ich hoffe uns zum nächsten Dienstag treffen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne, Dankeschön. gerne. Ja. Alles Ciao. Gute, liebe Leute, und bis nächste Woche. Danke. Gleichfalls alles Gute. Ciao. Gute Woche. Ciao. Tschüss.